kam der Miki zuerst. Ja? Hallo zusammen. Hallo zusammen, ich bin die Vicky Richter, ich bin die Pressesprecherin von dem Verein Polizisten für Aufklärung, die auch heute für die Alpha-Sammlung zuständig ist und die beantragt hat. Ja. Ich möchte jetzt an die Bürger in Uniform sprechen und sie vielleicht aufklären über die Impfung. Jetzt wird wahrscheinlich wieder der Stream dann gelöscht, weil ich wieder böse Sachen über die Impfung sage. Aber diese Impfung soll an Kindern, die Ärztekammer, die deutsche Ärztekammer fordert jetzt, dass die mRNA-Impfung von Moderna und Biotech an Kinder verabreicht werden soll. Diese Impfungen sind erst ab 16 oder ab 18 freigegeben. Die sollen jetzt Kinder bekommen. Ja. Vielleicht habt ihr auch Kinder, deswegen würde ich mich da auch mal informieren, was diese Impfung mit euch macht oder mit euren Kindern machen könnte. Weil diese mRNA-Moleküle, die gehen in euren Organismus und man weiß nicht, wo die hingehen, man weiß nicht, was die mit euch machen. Die können euch unfruchtbar machen. Also falls ihr noch einen Kinderwunsch habt, würde ich entweder die Impfung erstmal später nehmen oder gar nicht nehmen. Dann, was auch wichtig ist bei dieser Impfung, vielleicht habt ihr auch mal nach Israel geschaut, da ist jetzt diese Massenimpfungsaktion. Die bekommen jetzt alle Corona. Oder sterben alle weg. Und in Mexiko gab es eine Ärztin, die hat sich freiwillig gemeldet, impfen zu lassen. Die leidet jetzt mit einer akuten Hirnhautentzündung im Krankenhaus. Ja, das sind alles solche Sachen, die unser Mainstream nicht kommuniziert. Warum? Weil natürlich man will, dass ihr als Polizisten euch freiwillig hinstellt und sagt, ihr lasst euch impfen. Jetzt frage ich euch, ist es wirklich von eurem Dienstherrn Fürsorge, wenn ihr euch an irgendeine Impfung beteiligen sollt, wo man nicht weiß, was die mit einem machen, die in 6 Monaten zusammengebraut wurde von einem Biotech-Molekularbiologen, der selber seine Mitarbeiter die Impfung nicht geben lässt, weil er sagt, ja, wenn die ausfallen, ja, dann kann ja keiner die Impfung mehr machen. Also würde ich mir dann auch zweimal überlegen, ob ich mir die geben lassen würde. Und jetzt spreche ich an uns, die aufgewacht sind und schon seit langem sagen, ja, hier läuft was schief. Wir müssen aber auch aufhören, immer zu sagen, dass alle Polizisten schlecht sind. Das sind sie nämlich nicht. Wir müssen aufhören, dieses Framing zu betreiben, diese Verallgemeinerung zu betreiben. Es gibt schlechte Aktionen, die passiert sind, für die wir uns auch schämen sollten. Aber wir können nicht von Haus aus immer gleich sagen, oh mein Gott, jetzt gehen wir auf die Demonstration, da wird es bestimmt Trouble geben mit der Polizei. Da gehen wir gleich mal mit einer negativen Stimmung rein. Und wir sagen ja eigentlich Friede, Freiheit, Liebe. Dann sollten wir sowas auch den Polizisten entgegenbringen, weil die sind auch da, um uns zu schützen. Und was mir auch ein großes Anliegen ist, der Verein Polizisten für Aufklärung wird jetzt international. Wir haben schon Beteiligung in Kanada und in den USA. Da machen nämlich die Polizisten auch auf und setzen sich für die Leute ein, um nicht in diesen Lockdowns und in diesen Gefangenschaften und diesen Restriktionen verharren zu müssen. Und vielleicht schaut ihr euch auch mal unsere Internetseite mal an und seht ihr vielleicht Informationen, die euch euer Dienst ja nicht gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch da auch mal einfach oder schlau macht. Und genau. Dankeschön. Danke, Vicky. Und jetzt der Schorsch.